Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie Iman TV Analyse. Und heute analysiere und kommentiere ich ein Video vom 20. Oktober 2021, was als Livestream von Iman TV das logische Problem der Trinität genannt wurde. Und dazu der etwas kindlich anmutende Untertitel 1 plus 1 plus 1 ist nicht gleich 1. Meiner Meinung nach wirklich ein krasser Titel. 1 plus 1 plus 1 ist 1. Und dann, weil sie das ja nicht selber belegen können, überzeuge uns vom Gegenteil. Also jemand soll wohl mathematisch bestätigen, dass 1 plus 1 plus 1 gleich 3 ist und nicht 1. Komischerweise im Koran ist 2 Drittel plus 1 Drittel plus ein Achtel gleich 1. Also da wird es direkt vorgeschrieben, aber bei den Christen, so viel ich weiß, nicht. Aber diese mathematische Aufgabe scheint eine schier unüberwindbare Herausforderung für die Giganten des Intellekts von Iman TV zu sein, weshalb sie hier halt Hilfe anfordern. Und es ist das bekannte Format, in dem eine Sendung live und öffentlich auf YouTube und wohin immer man kann ausgestrahlt wird. Und das Ganze besteht aus einem Moderator, der sich aber schon mal einmischt, sobald den anderen beiden nichts einfällt, und zwei Islam-Apologeten, jeder in seinem Fenster, die pausenlos auf Leute einreden, die einen Link genommen haben und auf dieser Plattform mitreden können, solange der Moderator oder ein Hiwi das gestattet. Und deswegen sind Leute wie ich geblockt und kommen da gar nicht erst hin. Und Iman TV ist mittlerweile so verzweifelt und hat so viel Angst vor der Wahrheit, dass sie jetzt sogar das alte Rezept, die Notbremse von Aira in London, nehmen, um Leute wie mich mundtot zu machen. Dazu benutzen sie die falsche Anschuldigung der Urheberrechtsverletzung, um mein Video zu verzögern. Und dann zusätzlich umgeben sie sich mit Klakören und Sykophanten, um bloß kein bisschen Realität mitzubekommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich denn machen? Soll ich einfach diese ganzen perfiden Lügen und Falschaussagen so stehen lassen? Kann ich das einfach ignorieren und kann ich hier tatenlos zusehen, wie andere Menschen durch Lug und Betrug in einen gefährlichen Kult reingezogen werden? Und ein Gast in einer vorherigen Sendung hat nach seinem Auftritt nachgedacht und nachgeschaut. Sein Fazit? Aber dank euch habe ich mich mit dem Islam wirklich beschäftigt, mit dem Koran richtig beschäftigt, mit der Historie vom Islam beschäftigt. Und das ist scheiße, weißt du, das ist nicht gut. Es ist besser, wenn man einfach sich nicht da viel informiert oder recherchiert und einfach blind glaubt, so wie die 99% der Muslime es machen. Ich denke, ich verstehe dieses nicht, verstehe diesen Sinn euren Streams ist, weil das, was ihr macht, finde ich auch irgendwo gefährlich, weil ich sehe, das ist falsch, das ist einfach der Islam, das ist falsch und eine Lüge. Mohammed war kein Prophet. Er hat dann durch die Sendung hier sich informiert und siehe da, er hat seine Meinung geändert. Und er sagt jetzt ganz klar, dass jeder, der sich mit dem Islam wirklich beschäftigt, dass der dann merkt, dass es keinen Sinn ergibt und dass die Aussagen von Iman TV gelogen sind und gefährlich dazu, weil sie anderen einen falschen Eindruck geben. Sollen wir raten, wie lange er noch dabei sein durfte? Und er ist jetzt garantiert blockiert, wie jeder, der sich etwas informiert hat über den Islam und sofort die Scheinheiligkeit und Scheinargumentation von Iman TV durchschauen kann. Es wäre interessant, mal zu sammeln, wie viele de facto bei Iman TV geblockt sind, um mal anderen Muslimen vor Augen zu halten, wie es tatsächlich um die Ehrlichkeit von Iman TV bestellt ist, die ja immer wieder behaupten, jeder könne mitmachen. Und ich verspreche dir, lieber Christ, lieber Atheist, egal woran du glaubst, du hast heute das Recht, mit oder gegen die islamische Perspektive anzutreten. Ich garantiere dir, dass jeder Gast das Rederecht uneingeschränkt hat. Eine Gruppe von Christen hat sich, als sie den Titel gesehen haben, im Vorhinein schon mal zusammengesetzt, um die außergewöhnlich schwachen und unehrlichen Argumente von Iman TV schon vorher zu entkräften, weil sie ungefähr ahnen konnten, was da kommt. Und da sie alle bei Iman TV blockiert sind, weil ja bekanntermaßen Iman TV extrem viel Angst hat vor der Wahrheit und alle sofort blockiert, die Kontra in irgendeiner Form geben könnten, können also nicht mitmachen.
Und für ein paar Sekunden haben diese wohl aus Versehen ein Zensurinstrument offengelegt, wo man sehen kann, dass jeder Kommentar sorgfältig vorab geprüft wird und nur die Kommentare und von den Leuten dann zugelassen werden, die etwas Positives sagen. Wen die nicht kennen, der wird geprüft. Und hier ein paar Beispiele aus nur wenigen Sekunden des Livestreams. Also bei uns darf jeder seine Meinung sagen. Aber hier wird strengstens zensiert. Und ich wusste gar nicht, was es da so alles an Mechanismen gibt, um die freie Meinungsäußerung bei Muslim-Apologeten zu unterdrücken. Aber alles, was Iman TV hier macht, ist doch einfach nur andere runterzuputzen, um die eigenen, in meinen Augen brutalen, sinnlosen, idiotischen, falschen, herabwürdigenden und einfach nur unlogischen Ideen im Islam besser aussehen zu lassen. Aber gelingt denen das? Okay, dann gucken wir uns jetzt mal ein bisschen den Stream an, also den Stream selber. Und da geht es vor allem um Vertrieb und Marketing. Also unten läuft ständig nur Geld, Geld, wir wollen Geld, gib uns Geld und das hilft uns und was anderes machen die ja nicht. Es wird ja dauernd unterbrochen, nur um zu sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen Geld. Dann nach 7 Minuten kommt dann die Einleitung von dem einen Apologeten, dem Sertac. Und dann kommt also für mich ist das eine alberne Herzenshow, dass die Leute aufgefordert werden, ganz oft Copy-Paste zu drücken. Und es scheinen nur diejenigen, die positive Kommentare machen, die werden dann durchgelassen. Was ist das? Angst zum Quadrat. Meine Güte. Gut. Bei den Atheisten haben sie versagt, jetzt kommen Christen dran. Und da haben sie sich die Trinität ausgesucht. Warum? Keine Ahnung. Es scheint, dass sie keine Argumente für den Islam haben und denken, gegen andere zu reden und sie mit Schlamm zu bewerfen, bewirkt, dass der Islam irgendwie aufgewertet wird. Tut es das? Nee, wohl kaum. Nur, ich finde es bezeichnend, dass man nichts Überzeugendes hat, was für den Islam spricht und dann andere schlecht machen muss. Aber wie war das noch mit Steinen im Glashaus? So, nach fast 11 Minuten kommt jetzt die Einleitung von dem anderen Apologeten, dem Anas. Und er sagt dann auch wieder, ja, Gäste sind willkommen, nur nicht wirklich. Vielen Dank, dass du das erwähnt hast. Das ist eine interaktive Sendung, geehrter Zuschauer und liebe Zuschauerin. Wenn du es noch nicht weißt, im Mainstream, hier live, ist 4 Stunden live und du kannst deine persönliche Perspektive hier als Gast uns verkünden. Jeder kann rein. Also die Realität ist anders. Da werden die Leute geblockt. Ja. Dann kommt Werbung und noch mehr Werbung. Dauernd wird unterbrochen, um zu betteln. Also Dauer ist Dauerbeschuss zum Davonlaufen. Sonst nichts. Dann nach über 15 Minuten kommt dann der erste Beitrag, der erste richtige Beitrag von dem Sertac. Und komischerweise, hier gibt es jetzt tatsächlich mal Definitionen in Form einer Präsentation, die Probleme der Trinität aufzeigen soll. Nur die Argumente, die dort gebracht werden, die können auch den Islam eliminieren. Eben das zuvor erwähnte Glashaus. Und im Laufe dieser Präsentation merkt man eigentlich recht deutlich, dass er gar nicht versteht, was die Trinität eigentlich ist. Da kommen eigentlich nur die üblichen Wortspielereien, ohne tieferes Verständnis. Und er vergisst, dass der Koran ja voll damit ist, da zum Beispiel Himmel als alles Mögliche benutzt wird und einfach nur das Wort, das dasselbe ist, der Inhalt aber nicht. Und ich habe eine ganze Serie auf Koran Claims Reality mit Logikfehlern im Koran gestartet, wo 20 oder so Beispiele schon online sind und die restlichen 100, die folgen dann so Zug um Zug. Und in der Präsentation wird jetzt gezeigt, dass die Trinität im Christentum unlogisch ist. Okay, da stimme ich zu. Aber was genau hat das mit dem Islam zu tun? Irgendwie stellt er sich selbst ein Bein, indem er sich innerhalb von Minuten widerspricht, da Gott im Christentum aus Elementen besteht, nämlich Vater, Sohn, Heiliger Geist, mit nicht 3 identischen Attributen. Im Koran wird zwar gesagt, man solle nicht 3 sagen, was man ja gerade getan hat, aber es gibt da wohl auch ein Missverständnis, da dort Vater, Mutter, Sohn
und nicht das christliche Verständnis der Trinität wiedergespiegelt wird. Aber ist das denn wirklich alles so schwer? Er hat doch gerade selber die verschiedenen Elemente erwähnt und sagt jetzt etwas anderes. Und also ich finde es extrem schwer, diese seine Argumentationslinie zu folgen, oder vielleicht ist es ja auch gar keine. Schön. Und sein Beispiel mit Amir ist fehlerhaft. Er versteht es also nicht. Er hat doch gerade gesagt, dass alle Eigenschaften übereinstimmen müssen. Und hier sagt er jetzt wieder das Gegenteil oder was völlig anderes. Also es ist schon frustrierend. Und dann zitiert er einen Peter van Imwagen. Typisches und verstandenes Cold Mining, was ich normalerweise jetzt Aira zuschreiben würde, weil sich das sehr stark nach Zorzes oder Subu Ahmed oder Mohammed Hijab anhört. Das übernimmt er dann einfach. Wenn ich mir aber das jetzt angucke, der Peter van Inwagen, der erklärt das doch genau, wie man es verstehen kann. God as the Father is the same God as the Son and the Holy Spirit, but is not the same person as the Son and the Spirit. Das ist ja ganz klar. Das heißt also, das Ganze wird dargestellt als Gottes Konzept. Nur irgendwie scheint mir das so, als Islam-Apologet tut er sich da schwer oder kommt irgendwie nicht klar mit dem Konzept. Und ich habe jetzt in so einem Video gezeigt vor kurzem, dass im Islam verboten gleich geboten sein kann, wenn es einem Islam-Apologeten so passt. Etwas muss nicht wahr sein, weil es logisch ist. Aber damit etwas wahr ist, muss es logisch kohärent sein. Nee, das ist völliger Quatsch. Das ist doch, also ich weiß nicht, das ist doch Vorschulalter-Level. Nein, es gibt doch tausend Sachen, die unlogisch sind, aber trotzdem wahr sind. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist das, was ich sehr unehrlich finde. Gott existiert und zugleich existiert er nicht. Und er, ja, natürlich, ja. Gott existiert und existiert nicht. So, was ist denn das jetzt? Ich kann doch nicht sagen, Gott existiert außerhalb von Raum und Zeit, benötigt keine Energie und nichts und existiert aber nicht innerhalb von dieser Raum- und Zeit-Kontinuität. Geht doch nicht. Meine Güte. Naja gut, und obwohl es jetzt um Trinität geht, zitiert Anas jetzt eine der Versionen des alten Korans. Warum, weiß ich auch nicht. So, nach 55 Minuten kommt jetzt der erste Gast und der Skeptiker hier zeigt Sertac, dass er das, was er präsentiert hat, gar nicht verstanden hat, da er sich ja widersprochen hat. Und der redet sich raus, dass er ja andere zitiert, die er aber gar nicht versteht. Das merkt man doch und genau das ist ja das Problem. Und Andy, der Skeptiker, hat das erkannt und versucht es ihm zu vermitteln. Aber kann Sertac das tun, was hier immer von anderen verlangt wird? Zugeben, dass hier etwas nicht stimmt und was nochmals überdacht werden muss? Nö. Und plötzlich, man sieht das richtig, wie der Moderator nervös wird, weil er merkt, dass sein Sertac da keine Ahnung hat. Und der redet jetzt auf den Andy ein und dann eine Stunde fünf. Prompt kommt Anas und macht das, was er immer macht. Ablenken und abschweifen. Aber nee, Andy macht das super, geradezu exemplarisch. Er ignoriert Anas und macht genau da weiter, wo er eben mit Sertac aufgehört hat. Klasse. Und Sertac merkt nicht, dass er von Christen erwartet, dass sie eine einzige Sache glauben, dass Einigkeit herrscht, wenn das doch gar nicht geht. Und das geht ja auch im Islam nicht. Deswegen haben wir hier so viele Gruppierungen. Muslime können sich ja noch nicht mal einigen, ob im Gebet die Füße nebeneinander, senkrecht oder schief oder was immer sein sollen. Was in meinen Augen zumindest interessant ist, ist die Unfähigkeit des Muslims hier zu abstrahieren. Er kann sich nicht von der physischen Form lösen, wenn es um ein Konzept geht. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie die Denkfähigkeit wirklich eingeschränkt ist. Das sieht man richtig. Und wie sich das dann äußern kann in so einem Gespräch, sobald das ein bisschen anspruchsvoll ist. Ich sag dir ernsthaft, für mich ergibt das überhaupt keinen Sinn, ich verstehe es überhaupt nicht. Leute, eins in den Chat, wenn ihr das versteht, was Andi erzählt, zwei in den Chat, wenn ihr es nicht versteht. Ja gut, er versteht es nicht. Hier und in dieser Situation, Leute im Chat zu fragen, das zeugt ja von, ich weiß nicht, also ich nenne das eine totale Inkompetenz. Weil sobald es etwas komplexer wird, dann wird auf Populismus ausgewichen. Das gibt's ja gar nicht.
Aber naja gut, es muss ja einen Grund geben, warum die hier so total bei den Atheisten versagt haben. Und jetzt kommt nach 1.18 der zweite Gast, der wird dann schnell reingelotst, um den armen Sertasch zu retten, der doch arg ramponiert dasteht. Und der stellt jetzt klar, warum die Islam-Apologeten so ein Problem hier haben, dass die Trinität in seinen Augen ein philosophisches Konzept ist und damit geistig unerreichbar für die Islam-Apologeten hier in der Sendung. Was sie allerdings gerne hören, ist, dass er die Trinität ablehnt. So wie für Qadianis, der Mohammed aus der Sunna nicht der letzte Prophet war. Gibt's also überall, ist nichts Besonderes. Und wenn eine Religion es nicht schafft, den Menschen zu erklären, wer Gott ist, dann ist das eine gescheiterte Religion. Ja, da kann ich jetzt sagen, da der Islam nicht erklären kann, wer Gott eigentlich ist, ist diese Religion genauso gescheitert. Und lediglich der Attribute rumzuwerfen, das erklärt doch nichts. Dadurch erfahre ich ja nicht, wer dieser Gott ist. Und jetzt, nach anderthalb Stunden, stößt jetzt der dritte und letzte Gast, Mike, dazu. Und jetzt wird über und mit Christen und anderem und Nicht-Christen über das Christentum diskutiert. Was das mit Islam zu tun hat, verstehe ich nicht. Es gibt zwischen Vater und Gott nichts, was sie unterscheidet. Sie sind einzig dasselbe. Ja, und hier wird das Problem nochmals auf den Punkt gebracht. Er kann irgendwie nicht in Konzepten denken. Er ist nicht imstande, sich von den physischen Personen zu lösen und zu abstrahieren. Gott und Jesus sind eben nicht in allen Merkmalen identisch. Jesus ist lediglich eine menschliche Manifestation, ein Avatar. Und ebenso geht es mit dem Heiligen Geist. Ob das einen Sinn ergibt, ob das logisch ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber man muss es doch erstmal verstehen. Ein M3 ist ein BMW. Aber der M3 ist nicht gleich BMW. Das ist doch nicht so schwer. Aber jetzt leider verrennen sich jetzt alle ein bisschen. Da ja gerade die Attribute der Götter, wenn man diese jetzt untersucht, diese Götter eliminieren. Weil wir nur die Attribute haben. Und die sind widersprüchlich. Und nach 20 Minuten jetzt Rumrederei wird deutlich, dass obwohl alle drei Nichtmuslime unterschiedliche Ansätze haben, sie doch in der Lage sind, diese zu erklären. Dem Islam-Apologeten Sertasch gelingt das nicht. Und er verhaspelt sich immer mehr und sagt dann, er habe das ja gesagt. Was aber überhaupt nicht der Fall ist. Also Eis, Wasser und Dampf sind Erscheinungsformen. Aber nicht gleichzeitig. Ein Dreieck kann auf verschiedene Art und Weise argumentiert werden, aber es bleibt ein Dreieck. Das ist alles recht einfach und einleuchtend. Warum dieser Sertasch das nicht kapiert, das ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Aber dabei bleibt es dann auch. Weitere Christen oder sonstige, was immer, werden nicht reingelassen. Und nach 3,5 Stunden werfen die dann das Handtuch und brechen ab. Ohne in irgendeiner Form etwas für den Islam getan zu haben oder etwas Neues über das Christentum zu präsentieren. Alles, was sie zustande bringen, ist noch auf Altarabisch den Koran zu zitieren. Warum? Was soll das? Nur um diejenigen zu beleidigen, die das nicht glauben, die angeblich lügen und die Wahrheit verdecken und verbergen? Ich verurteile Zensur und heiße jeden willkommen, der einen Dialog möchte. Iman TV nicht. Viel Spaß bis nächste Woche. Ciao for now.